Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video mit eurem Xaok, heute Daily Vlog. Ja, es ist wieder mal soweit. Die letzten paar Tage ist irgendwie Daily Vlog so ein bisschen blöd gelaufen, gell? Es war so viel los, unglaublich. Also wirklich unglaublich. Aber ich hole alles nach, zumindest versuche ich das. Heute auf jeden Fall möchte ich euch daran teilhaben lassen, wie das mit Book bei Cadillac funktioniert. Habe ich ja schon mal ein paar Videos angesprochen. Manche haben es ja mitbekommen, dass ich letztens erst eine Corvette hatte. Jetzt fahre ich aktuell einen Cadillac Escalade. Also total interessante Fahrzeuge. Und manche haben mich jetzt gefragt, ja, wie funktioniert das? Wo hast du die Autos her? Hast du diese Autos gekauft? Nein, leider sind das nicht meine Autos. Leider habe ich nicht im Lotto gewonnen oder irgendwie ursprünglich ganz plötzlich mega viel Reichtum erlangt, um mir diese Autos leisten zu können. Nein, das definitiv nicht. Diese Fahrzeuge sind geliehen von Book by Cadillac. Das ist ein wunderschönes Konzept, das ich eigentlich schon länger in den Augen habe. Nur jetzt es mir mal erlaube. Ist nicht ganz günstig für Normalverbraucher. Für mich eigentlich auch nicht. Deswegen kann ich das leider nur einen Monat machen. Und dann so ein bisschen alles mal so durchprobieren. Euch das mal zeigen, wie das so funktioniert. Und ja, genau. Ich zeige euch mal heute, wie genau das läuft. Also Book by Cadillac ist, das gibt es im Internet, könnt ihr einfach suchen. Bookbycadillac.eu nennt sich das, glaube ich. Oder kann man, glaube ich, auch unter de oder com finden. Und dort könnt ihr euch mal informieren. Das zeige ich euch jetzt mal am PC, damit ihr das seht. So, meine lieben Freunde, das ist die Startseite bzw. die Hauptseite von Book by Cadillac. Also die gibt es tatsächlich bei bookbycadillac.eu. Ist auch auf Deutsch, für die Leute, die vielleicht andere Sprachen nicht mächtig sind. Und ja, sie ist schon, wenn man gleich hier auf die Startseite kommt, sehr einladend. Man sieht hier einen wunderschönen blauen Escalade, den man sich übrigens ausleihen kann. Also den gibt es auch in Blau. Und ja, Frau und Mann kann man sich nicht ausleihen, die Location auch nicht. Macht aber nichts, es geht ja hier nur ums Auto. Und man kann hier mal auf Übersicht gehen, damit man weiß, was so einen erwartet. Oh, schaut mal, der schöne ATSV. CTSV, den kann man sich auch ausleihen. Also alle Modelle, die es aktuell bei Cadillac gibt, kann man sich ausleihen. Gibt es hier ein paar Informationen. Leider gibt es dieses Konzept zurzeit nur für München und Zürich, soweit ich weiß. Andere Orte sind zwar in Planung, aber leider nur erstmal in diesen zwei Orten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel aus Hamburg kommt, dann leider schade für euch. Geht bei euch zurzeit nicht. Genau, was ihr dann machen müsst, wenn ihr das jetzt wirklich mal machen wollt, müsst ihr eine Mitgliedsanfrage erstellen. Ihr gebt euren Namen und so weiter an. Das ist noch nicht verbindlich, sondern ihr bekommt eine separate E-Mail, dass ihr jetzt angenommen werdet. Bei mir hat das, was hat das gedauert, eine Woche oder zwei Wochen. Und dann kann man verbindlich buchen. Also sprich, es kostet, um das mal festzuhalten, wenn man das einen Monat bucht, kostet das 1.700 Euro. Wenn man das drei Monate bucht, kostet das 1.600 Monat. Und wenn man das ein halbes Jahr bucht, kostet das 1.500 für jeden Monat. Also das sind Monatspreise. Und genau, können natürlich beliebig oft weiter verlängert werden. Das Schöne ist, Wartung ist drin, Versicherung ist drin, Steuern sind drin, Sommer-Winterreifen sind drin, Autobahnvignetten für Schweiz und Österreich sind drin. Das bedeutet, ihr habt eigentlich im Prinzip sonst keine Kosten außer Sprit und das ist eigentlich super, super günstig, finde ich, wenn man sich mal überlegt, ein Cadillac Escalade kostet über 100.000 Euro. Ja, da kann man lange Book by Cadillac Mitglied sein und da ist noch nicht Wartung drin, da ist noch nicht die Steuer drin, da ist noch nicht die Versicherung drin. Steuer werden wahrscheinlich irgendwas mit 500 oder 600 im Jahr sein, Versicherung. Weiß ich nicht, Vollkasko wahrscheinlich 100 bis 150 im Monat. Dann hat man die Sommerreifen, die man wahrscheinlich jedes Jahr neu machen muss bei so einem Kaliber von Fahrzeug. Und die sind nicht günstig, weil das sind Riesenreifen. Ja, also das sind wirklich gigantische Reifen. Wartung wollen wir auch nicht drüber reden. Vertragswerkstatt bei Cadillac sicherlich nicht so mega günstig, wie man wie man es bei VW oder so kennt. Also es ist sehr teuer, das Auto. Und ich finde, dieses Konzept lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich nicht festlegen möchte. Denn man hat ja auch den Vorteil, man muss nicht nur Escalade fahren. Man kann dann auch mal eine Corvette fahren, man kann auch mal einen Camaro fahren, man kann einfach alles mal fahren. Und genau, was hier erwartet? Ach ja, Internet gibt es auch noch in jedem Fahrzeug. Das sind die Fahrzeuge. Es gibt einmal den CTSV. Gibt es natürlich in verschiedenen Farben mit 650 PS, 0 auf 100, 3,7 Sekunden. Joa,
Das ist schon mal nicht schlecht. Dann gibt es den Grand Spot, den hatten wir ja ganz am Anfang. Davon habt ihr ja jede Menge Videos gesehen. Den hatten wir in Rot. 466 PS, 4,1 Sekunden von 0 auf 100, 6,2 Liter Maschine. Dann gibt es den ATS-V und den ATS-V. Ach, den gibt es auch als Limousine. Ah, dann war das die Limousine. Hat mich schon gewundert, sieht nämlich ein bisschen anders aus. Mit 470 PS, 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Den würde ich mir natürlich total gerne anschauen. Aber ich habe einen anderen im Auge. Aber da könnt ihr gleich damit dabei sein. Dann haben wir den Camaro. Den V8 war ganz normal mit 453 PS, sehr schickes Fahrzeug, 4,4 Sekunden von 0 auf 100, 6,2 Liter Maschine. Ja, hat auch 6,2 Liter Maschine. Dann haben wir die Stingray, das ist im Prinzip dieselbe wie die Grand Sport, nur nicht auf Sportlichkeit, also Sportlichkeit getrimmt ist gut. Das Ding ist schon sportlich von Haus aus, aber es hat nicht so einen fetten Spoiler, das Fahrwerk ist nicht so krass. Das hier ist eine abgeschwächtere Version, hat aber denselben Motor. Ja, braucht 0,1 Sekunden länger als auf 0 auf 100 als die Grand Sport. Beide super geile Fahrzeuge. So, dann gibt es den CT6, das ist die Luxuslimousine mit Mehrlenkerachse. Super geiles Auto, sind wir auch schon mal gefahren. Bei Geiger Cars. Könnt ihr ja mal gucken, gibt es auch als Video. Ein super cooles Auto. Ja, genau, wenn man nicht ausprobieren. Dann gibt es den CTS. Das wäre fast ein Auto gewesen, den ich beinahe gekauft hätte, statt den Dodge Charger damals. Leider hat mich der 2 Liter V4, 4-Zylinder-Motor gestört mit 276 PS, weshalb ich dann damals mich dann doch für den Charger entschieden hatte. Dann gibt es den XT5, sieht man relativ oft. Ist kein besonderes Auto, ist zwar auch cool, schön luxuriös, aber ist jetzt kein Fahrzeug, was ich ausprobieren möchte oder werde. Genau, dann war es das auch schon. Ah, der Escalade, natürlich, der Escalade, den wir aktuell haben. Von dem wird es auch nochmal Detailvideos geben, auch nochmal auf die ganze Technik will ich nochmal drauf eingehen für euch, um euch mal zu zeigen, was alles in diesem Auto steckt, warum dieses Auto 100.000, also knapp 100.000 im Echt kostet. So kann man sich das gar nicht vorstellen, warum so ein Auto so teuer ist. Hat aber wirklich seinen Grund und da ist auch echt gerechtfertigt. So. Diese Fahrzeuge werden von einem Concierge gebracht. Also sprich, ihr müsst nicht irgendwo hinfahren und diese Autos austauschen oder sonst irgendwas, sondern die werden zu euch nach Hause gebracht. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr müsst sie nicht waschen, außer ein bisschen innen, ein bisschen aussaugen, wenn ihr sehr dreckige Füße hattet. Aber ansonsten müsst ihr euch um nichts kümmern. Also macht alles dieser nette Herr. Der hier in München ist super nett. Ich mag ihn und ja, ich quatsch auch gerne mit denen über die Autos. Und genau, das ist mit drin inklusive und macht auch super viel Spaß, das Fahrzeug zu wechseln. So, kommen wir mal zu dem Fahrzeugwechsel an sich. Wenn ihr dann irgendwann mal diese Mitgliedschaft abgeschlossen habt und angenommen wurde, dann den ersten Betrag überwiesen habt, ihr müsst den Betrag erstmal bezahlen. Das muss vor 24 Stunden vor Fahrzeugvermietung anlaufen und die Mitgliedschaft beginnt dann erst, wenn das allererste Fahrzeug vor eurer Haustür steht. Also jetzt angenommen, ihr nehmt eine Mitgliedschaftsanfrage an für, weiß ich nicht, morgen zum Beispiel und ihr mietet aber erst ein Fahrzeug in einem Jahr, jetzt blöd gesagt, sagen wir mal in 2 Monaten. Dann beginnt die Mitgliedschaft, also das Abo, also das Bezahlen, erst wenn ihr das Fahrzeug vor der Haustür habt. Also nicht sofort und ihr mietet nichts, das geht nicht, sondern wirklich erst dann, wenn euer Fahrzeug vor der Haustür steht. Und das funktioniert so, ihr kriegt dann einen Zugangscode ja, für eine Seite, wo ihr alle Fahrzeuge aufgelistet seht, die verfügbar sind. Und ihr seht auch hier immer, wann dieses Fahrzeug verfügbar ist, bis wann es verfügbar ist. Also wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte den blauen Escalade jetzt nur ein paar Tage, dann kann ich ihn mir vom 14.05. bis 17.05. leihen. Wenn ich jetzt aber sage, ja, ich möchte den Escalade in Weiß bis Ende des Mitgliedschafts oder was auch immer, dann könnt ihr den hier mieten, 31.05. Abgabetermin offen. Wir haben aktuell den da, den schwarzen. Genau, das ist gerade unser kleiner Escalade. Also man sieht, Escalades gibt es immer ganz viele. Man hat mir gesagt, im Winter gehen die Escalades ein bisschen besser weg.
weil die Leute ja scheinbar nicht Corvette im Winter fahren wollen, was eigentlich ja verständlich ist. Genau, hier sieht man zum Beispiel mal hier die Corvette Stingray, sieht man auch immer die verschiedenen Farben. Und das war die Grand Sport, die wir hatten in Rot. Der schöne Targa-Dach. Ah, guck mal hier, Schaltgetriebe. Schau her, den gab es auch als Automatik. Sieh her. Interessant, gut zu wissen. Genau. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Sonst eigentlich nichts. Und wir werden jetzt ein Fahrzeug mieten, also wechseln. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, zum 17. Nee, aufpassen, dass ich keinen Fehler mache. Oder war es der 18.? Ah ja, okay, genau. Genau. Okay, also, der Plan ist, also ich möchte natürlich sehr, sehr gerne noch den Camaro fahren. Ja, das ist so ein Fahrzeug, was man eigentlich eher selten erleben kann auch. Und das ist natürlich eine andere Welt. Auf jeden Fall, es ist nicht von der Qualität her wie ein Cadillac Escalade oder was auch immer von Cadillac. Aber ich möchte einmal Camaro fahren. Und wir haben jetzt uns überlegt, 14.05. bis 16.05. Das sind leider nur 2 Tage, aber trotzdem cool. Und dann nehmen wir wieder den Escalade und dann am 18., das ist am Wochenende dann, nehmen wir dann den CTS-V. Genau den, der ist nämlich ab 14.05. verfügbar. Genau, das ist der Plan. Was machen wir jetzt? Also, wir wählen jetzt hier den Camaro. Leider gibt es den auch nur in Rot. Ich würde den gerne in Schwarz oder Weiß nehmen oder so. Oder vielleicht sogar Gelb, aber den gibt es jetzt hier leider nur in Rot. So, dann machen wir 14.05. bis. Also, das ist bis spätestens muss ich ihn abgeben. Genau, der kann ruhig morgens geliefert werden. Um 7? Das passt, genau. Das muss ich dann nachher ausblenden. So, genau. Okay. So. Fahrzeug verbindlich buchen. 14.05. Passt. Camaro. Ihr müsst euch merken, dass wenn ihr hier ein Fahrzeug bucht, man kann das nicht mehr ändern. Das ist jetzt fix. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, okay, oh Scheiße, habe ich einen Fehler gemacht oder sowas. Das geht jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man bei denen anruft. Die sind sehr freundlich. Ich gehe mal davon aus, dass sie so eine Buchung schon nochmal stornieren können. Aber prinzipiell kann man das nicht mehr ändern. Der Camaro ist jetzt fix. Ich habe jetzt Pech gehabt, wenn ich jetzt mich verklickt habe. So, genau. Dann nehme ich wieder den Escalade. Schauen wir mal, ob ich den wieder in schwarzen. Jawohl, ab 16.05. Ja, dann nehme ich wieder am Freitag, den 17.05. wieder den Escalade. Oh, frühestens 16 Uhr. Ja gut, das passt eigentlich nur. 16 Uhr ist eigentlich okay, genau, weil um 18 Uhr brauche ich den. Gut, genau. So, dann nehmen wir den. Man kann maximal 3 Fahrzeuge buchen. Sprich, ich muss jetzt warten, bis der Camaro da ist. Dann verschwindet der hier. Und dann kann ich danach nochmal den CTS-V nehmen. Genau. Es ist ein sehr cooles Konzept. Es macht mega, 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 mega Spaß. Ich glaube, auch langfristig macht das sehr viel Spaß, immer mit den neuesten Fahrzeugen zu fahren. Ja, genau. So viel dazu. Also, jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Ein unglaublich cooles Konzept, wenn ihr flüssig seid und einen Führerschein habt. Dann gönnt euch diesen wundervollen Spaß. Vor allem, ich weiß nicht, bis jetzt, ich habe ja noch nicht so viele Fahrzeuge getestet, aber testet auf jeden Fall die Corvette. Das ist einfach ein Fahrzeug, das man wahrscheinlich nie wieder im Leben testen darf. Den Escalade auch unbedingt ausprobieren. Ist ein super geiles Fahrzeug. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie geil dieses Fahrzeug ist und wie angenehm es ist, mit diesem Fahrzeug zu reisen. Ich bin auf die CTS-V sehr gespannt. 650 PS sind schon echt viel. Aber ich bin auch auf die Camaro gespannt. Wird wahrscheinlich auch ein unglaublich cooles Auto, wo man auch sagt, ja, wird man sich wahrscheinlich so schnell nicht leisten können. Ist aber ein realisierbarer Traum. Denn wenn man sich überlegt, so ein Audi oder sowas kostet genauso viel, dann kann man sich auch ein Camaro kaufen, wenn man diesen Traum hat. Und genau, also
testet, wenn ihr das macht, wirklich viele Fahrzeuge durchtesten, vor allem wenn ihr das nur einmal kurz macht, probiert alles durch, ihr dürft so viel wechseln, wie ihr wollt. Und genau, wenn ihr das längerfristig macht, dann habt ihr natürlich genug Zeit, da alles durchzuprobieren. Es ist wirklich ein Traum, solche Fahrzeuge mal fahren zu dürfen. Und genau, ich hoffe, ich konnte euch das mal erklären, wie genau das funktioniert und dass das wirklich sehr viel Spaß macht. Und ich freue mich schon auf die verschiedenen neuen weiteren Fahrzeuge und die euch auch dann vorstellen zu dürfen. Und deswegen immer einschalten. Und wenn ihr das tun wollt, dann nicht vergessen, ab oder lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.